Auch sie ist startklar für die 44. Konimus Badener Meile. Sind die Boxentüren auf an der 1600 Meter Marke. Jetzt die große Frage, wie formiert sich das Feld zunächst einmal? November ist gut abgekommen, außen Parol in gewohnter Manier steht aber direkt hier mit in die vorderste Linie. Parol also von außen, innen November, dann die Dreiergruppe mit Savaro, mit Juanito, Mythico, dann Best Lightning und auf Warten geritten Sea of Marengo am Ende des Feldes. Das Tempo ist zunächst einmal gut, wo es in Richtung Rastatter Bogen mittlerweile geht und Parol das Sagen hat. Führt vor November an der Innenseite Savaro, dann ist es Mythico in vierter Position vor Best Lightning, außen begleitet von Juanito und zwei Längen sind es bis zu Sea of Marengo am Ende des Feldes. Aus dem Bogen geht es hinaus, den langen Einlauf mittlerweile hinunter in der 44. Konimus Badener Meile. Ist nach wie vor Parol in Front vor November, aber an seiner Seite. Dann ist es Savaro, dann die Gruppe mit Sea of Marengo. Der hat früh Boden gut gemacht an der Innenseite. Best Lightning, dann Mythico und Juanito. Mittlerweile letztes Pferd. Jetzt schwärmen sie breit aus. 400 Meter bis zum Zielpfosten. Außen November, Parol, Sea of Marengo an der Innenseite. Best Lightning zwischen den Pferden. Savaro läuft ein tolles Rennen. 4-5 Pferde mit Siegchancen. Sea of Marengo geht nach vorne. Sea of Marengo, Parol, Best Lightning packt jetzt richtig an. Außen November. Außen ist vorne. Wer ist vorne? Savaro. Innen ist es Savaro. Der kämpft toll. Best Lightning außen. Subi hat das gesagt. Best Lightning vor Savaro. Best Lightning. Best Lightning gewinnt gegen Savaro. Dann Parol. Dann war es Sea of Marengo. Dann erst November. Dann erst Mythico. Und dann Juanito. Best Lightning gewinnt die Badener Meile für Andy Suboric und für Martin Seidel.